Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Ich bin die Katrin. Schön, dass du da bist, hier zu unserer Putzshow. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Wow, so schnell gehen 2 Wochen rum. Und wir brauchen auch, wie es so nach dem Urlaub ist. Ich hatte das früher mal bei der Bank, mir fiel der PIN vom Tresor nicht mehr ein. Wir laufen uns langsam wieder warm. Aber schön zu sehen, dass bekannte Gesichter im Chat dabei sind. Ja, warum gibt es die Putzshow? Für alle Neuen da draußen oder vielleicht für dich, der später, die später sich die Putzshow nachträglich noch anschaut. In einer Zeit, wo wir nicht vor Ort bei den Kunden die Produkte von Jomaco in der Anwendung zeigen konnten, haben wir gesagt, ach komm, weißt du was, wir hauen die Putzshow raus und zeigen hier via Live-Schalt, sag mir nur so schön, per Live-Video, die Anwendung von den Produkten. Daraus entstanden, wir sind seit 4 Jahren fast dabei, ist eine schöne Community. Wir tauschen uns aus. Ihr schickt mir fleißig Fotos von euren Herausforderungen, von euren schönen Vorher-Nachher-Ergebnissen. Anwendervideos kriege ich auch schon. Und ich zeige dir immer rund um ein Thema die Produkte. Außer heute. Denn heute geht es ab. Was geht ab? Noch jemand dazu gekommen? Andrea ist auch dabei. Ha, sehen wir uns eigentlich am Freitag? Darf ich sagen, Andrea, ne? Andrea, Karneval und ich so, wir laufen uns jetzt öfter über den Weg. Ja, wir sind in die Karnevalssession gestartet. Und ein Hobby, was mein Mann für sich schon vor, wann hast du damit angefangen? Vor 4 Jahren? Hier, 5 Jahren. Vor 5 Jahren angefangen hat, haben wir ausgebaut und optimiert über die Feiertage. Wir haben richtig hier einen Laun gemacht. Was habt ihr zwischen den Tagen als Highlight gehabt? Ich kann sagen, wir haben alle hier zu Hause bis 12 Uhr mittags geschlafen. Hat ein bisschen was nachzuholen. Dich erwartet heute ein Überblick über das schöne 2024. Und es ist ja nun mal so, bei mir darf es nicht langweilig werden. Boeing geht gar nicht, ja. Das ist nicht so, ist nicht meine Mentalität. Deswegen sorge ich auch immer wieder für Neues. Bringt den Dirk hier und da schon mal ein bisschen ans Schwitzen, oder? Komm, aber ich bin lustig. Und eine besondere Neuigkeit haben wir später für euch. Ihr seht auch schon im Hintergrund die neue Aktion. Darüber reden wir nächste Woche. Aber jetzt erstmal eure Fotos und Fragen der Woche. Genau. Los geht's. Das ist noch ein Foto von dem lieben Michael. Das ist deren Adventskranz. Und was da so dran hängt, ich frage mal Andrea, vielleicht erkennst du es. Das sind nämlich die schönen Anhänger. Ich finde es super schön. Also er ja auch, sonst hätte er sie ja nicht aufgehangen. Die Anhänger, die ich an die Adventskalendertütchen gepackt habe hier und da. 7 Bestellungen habe ich schon. Wenn du einen Adventskalender 2024 haben möchtest, schick mir gerne ein Tannenbaum-Emoji. Kommst du auf die Warteliste drauf. Das ist auf jeden Fall von Michael. Vielen lieben Dank. Also mit den Worten, da siehst du mal, was mit den Anhängern passiert ist. Ja, und ich war schon wieder shoppen. Ja, ich habe mich im Wühltisch verloren. Nächstes Foto, das ist auch von Michael. Richtig? Ja. Die letzte Putzshow in 2023 drehte sich um das Thema die Krönung. Das, was ich übrigens 13 Monate vor mir hergeschoben habe. Ich habe eine alte Sendung aus 12/22 gefunden, wo ich das Thema auch schon mal angesprochen hatte. Da haben wir hier Sachen vorgestellt, die man gerne vor sich hinschiebt, herschiebt, weil man sie nicht gerne putzt. Und das ist der Kronleuchter von Michael. Ihn gibt es nicht mehr. Er wurde zwischenzeitlich abmontiert. Weil auch da musste alles auseinandergeschraubt werden. Nicht das Putzen hält auf, sondern das Auseinander- und wieder zusammenbauen. Dankeschön für das Beispiel. Auch da, wir haben ja unseren Clean Stick. Ich habe doch überlegt, aber selbst der kommt da nicht rein. André! Ich habe fast für deine Schwiegertochter oder für dich? Schreibe ich direkt auf, Andrea. Wunderbar. Der erste Tannenbaum kommt schon. Ich male auch mal so einen Tannenbaum, dann weiß ich das auch nachher wieder. So, und ein Sternchen drauf. Danke! Oh, guck mal, Andrea, wir sehen uns morgen. Haben wir fast gedacht. Weiter geht's. Nächstes Foto kommt von
meiner lieben Freundin Doris. Die sind jetzt, dürfen sich stolze Besitzer nach anderthalb Jahren haben sie gewartet, ne, bis der endlich geliefert worden ist. Ihr kleines Wohnmobil. Und das Foto kam mit den Worten, passt perfekt. Die Fußmatte. Yes. Und so viel sei verraten, wer die Aktion mit den Fußmatten verpennt hat, ist sie nicht so schlimm. Ich bin da sehr glücklich drüber, denn jetzt erst geht ja draußen die Matscherei los. Ich erinnere mich letztes Jahr an Karneval, wir waren alle pitschepatsche nass, weil es dauerhaft geregnet hat. Dann brauchst du eine Fußmatte. Nicht unbedingt fürs Wohnmobil, aber da geht es auch. Danke für das schöne Foto. Und jetzt mit den Worten, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr, hat die Katja mir dieses Foto geschickt. Das lassen wir einfach mal so wirken. Waschtag. So, wir hätten zweimal pink, ist das blau, grau, Korall. Die, also noch relativ neu, weil Korall gab es ja noch nicht so lange. Waschsack, Spültücher, alles dabei. Alles dabei. Graue Faser fehlt, ne? Aber vielleicht hat sie die extra gewaschen. Sehr löblich. Vielen lieben Dank, Katja. Also so kann es aussehen. Ich werde dazu auch nochmal einen Post raushauen am Samstag auf Instagram. Folgt mir gerne, wenn du das noch nicht tust, zum Thema Waschen. Magst du mal kurz einblenden, wo man mich auf Instagram findet? Ach, die Heidi ist auch endlich, endlich beim Live dabei. Yes! Sehr schön. Wobei sich 21 Uhr als gute Uhrzeit entschieden hat. Da findet ihr mich auf Instagram. Und jetzt eine Runde, haben wir so eine Runde Ohr gleich. Und zwar habe ich heute erfahren, dass eine neue Kneipe bei uns hier in Siegburg demnächst donnerstags ab 20 Uhr Karaoke hat. Nee, das war der falsche. Da kann ich nicht dabei sein. 20 Moment, Uhr. Ist das den nächsten? Nee. Okay, ich hätte noch einen. Okay. Ja, da war er. Donnerstags 20 Uhr Karaoke. Meine Freundin sagte schon, dann wisch halt die Bühne und sing das bisschen Haushalt. Vielleicht komme ich mal mit dem Besitzer überein und wir machen eine Live-Sendung auf der Bühne. Ein Foto habe ich noch und zwar von der Gabi. So, ich habe hier eine Rechnung, ich muss die ablesen. Gabi, wir haben schon mal ein Foto von ihr gehabt, die notiert sich gerne rein Interesse halber, wann sie die Sachen geöffnet hat, die Reiniger, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange komme ich damit zurecht. Das ist der 2 Liter Kanister Waschmittel, geöffnet 25.09., Leerware am 31.12., hat also gut 3 Monate gehalten. Beim 2-Personen-Haushalt, wo sie sehr gerne wäscht, hat immer nur 30 Milliliter genommen, war eine normale Verschmutzung und weiches Wasser. Wenn ich also 2000 Milliliter, ich habe am Tom eben nochmal nachgefragt, 2 Liter sind 2000 Milliliter, geteilt durch 30 sind das 66 Anwendungen. Und jetzt unterstellt sie, hat es im Angebotspreis gekauft für 26,90 Euro der Kanister. Durch 66 Anwendungen hat ein Waschgang 41 Cent gekostet. Bäm! So, das gleiche rechne ich jetzt nochmal für die Conny aus, die mir eben noch ein Foto von ihrem Geschirrspülmittel geschickt hat. Conny kam ein bisschen für mich heute zu spät, kommt auf jeden Fall in die nächste Sendung. Auch super, dass ihr da einfach mal mitschreibt. Wir wollen ja was Gutes für die Umwelt tun, oder? Team Umwelt, yes. Und da passt das rein. 3 Monate, 41 Cent. Das finde ich super Rechnung. Vielen lieben Dank. So, und jetzt haben wir noch 2 Fotos von der Karin. Gute Besserung, meine Liebe. Ja, die Fotos haben es heute noch in die Putzshow geschafft. Dieses kleine Stück hat sie geputzt, weil Karin, lang, was hast du geschrieben, 2 Wochen flach lagst. Also dann ganz ehrlich, dann geht alles andere vor. Bitte nicht putzen. Ist nicht ohne Grund, sage ich am Ende meiner Putzshow immer, bleib gesund. Und so sah es danach aus, die Bodenfasern von diesem kleinen Stück hier. Komm. Ja. Trotz Grünkotflor, jetzt sieht man sich mal das Wasser an. Was passiert, auch wenn man 2 Wochen einfach mal nichts machen kann? Wenn es sich beruhigt, Karin, so sieht es bei mir nach 2 Tagen aus.
Wenn dann noch die Spülmaschine ausläuft. Vielen lieben Dank für eure lieben Fotos. Und jetzt darfst du auch das... Ja, mach. Jetzt geht's auch wieder. Ja, eben ging's nicht. Ne? Ich war auch ein bisschen verwirrt. Das war so ein Test fürs neue Jahr. Wir machen alles. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ich guck. Ich bin Gabis Angebotsjägerin. Ist ja vollkommen in Ordnung. Und so viel darf ich euch schon mal zeigen. Meine Stammkunden wissen schon ein bisschen mehr. Gehen wir mal auf die andere Seite. Das darf ich euch schon zeigen, weil das hat Jimaco auch schon veröffentlicht. Unsere neue Aktion, die ab nächste Woche startet. Und ganz wichtig ist hier, ne? Wir werden, Jimaco wird 25 Jahre alt. Und das heißt, es wird das ganze Jahr über besondere Aktionen geben. Das wissen die ja auch schon seit 24 Jahren, dass sie dieses Jahr 25 werden. Und ich weiß, ich war schon zum 20-jährigen Jubiläum dabei, da haben sie es richtig krachen lassen. Diesmal haben sie gesagt, okay, weniger Action und Party, wir geben unser Gutwollen an den Kunden weiter, da bin ich dabei. Team gebe ich weiter. Oh, jetzt habe ich den Flyer gerade falsch rumgehalten. Nochmal zurückspulen und auf Standbild. Nein, komm, ab nächste Woche ist es soweit. Noch eine Neuigkeit, aber nee, wir machen erstmal, ja, ich habe ja anfänglich gesagt, bevor ich euch sage, was wir dieses Jahr noch alles vor uns haben, hier steht's, zeige ich euch gern nochmal, was letztes Jahr gewesen ist. Der ein oder andere hat es schon gesehen, mein erster Jahresrückblick in bewegten Bildern. Willkommen zurück und ein Tonstart in 2023. I'm walking on sunshine. Wow. Ich laut hier, mit Stil, wir feiern die Diversität und wenn nicht hier in Köln, wo dann? Wir gehen jetzt live. Hallo, hallo, hallo. Da war die Karaoke. Und was hatten wir für einen Spaß. Das ist meins. Ich möchte dir hierzu gerne noch ein bisschen was erklären. Was war dabei? Es war Karaoke dabei. Unser Verein, in dem wir beide aktiv sind, eigentlich alle vier, ist 100 Jahre alt geworden. Das waren immer die Veranstaltungen, wo wir ein rotes Shirt anhatten. Das hat uns letztes Jahr ganz schön viel in Anspruch genommen. Es war sehr schön, da zu feiern. Ich durfte endlich nach langer, 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 langer Zeit, da war hier noch nichts, auf einer Bühne moderieren in Köln. Ich darf dieses Jahr wieder das Südstadtfest moderieren. Da freue ich mich sehr drauf. Und, was hatte ich noch? Frankreich natürlich, wir haben es schon wieder gebucht. Urlaub war dabei, Holland mit meinen Mädels war dabei. Willig war dabei, da durfte ich auch moderieren. Und weil ich so viel in dem letzten Jahr erlebt habe, habe ich mir überlegt, das ganze Wissen, so lange bin ich jetzt hier auf YouTube unterwegs und auf Social Media, das Wissen gebe ich gerne weiter. Und ich bin totaler Fan von diesem hier, von der Volkshochschule und... Ich zeig's mal. Also ich habe ja jetzt erfahren, meine Freundin, die wohnt in Düsseldorf und gibt aber auch Kurse in Fulda, die sagte, ja, das Heftchen. Nee, wir haben so einen richtigen Katalog. Das ist das gesamte Angebot der Volkshochschule Siegburg. Und hier auf Seite 298, da ist es, Frau Beck. Ein Videokurs. Für alle interessant, die vor der Kamera stehen. Sei es, du wirst gefilmt, wenn du eine... Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, Buffet ist eröffnet. Rede hältst, wenn du für deine Arbeit auf einer Bühne stehst und die Kamera ist draufgerichtet. Das lernst du bei mir und ich freue mich so darauf. Ja, das startet, das mache ich. Neue Aktion. Und jetzt zeige ich euch noch ein Video. Und dann Dirks Hobby, bitte. Ja,
was ist das denn? Wir haben unser erstes Merchandising, unsere eigenen selbst hergestellten und mit unserem eigenen Logo versehenen Werbeartikel. Und das ist unser, blend mal ein, Dirk hat es extra nochmal, unser Einkaufswagen eröffnet. Ach nee, ich soll es ja mit schwarz zeigen, ne? Richtig. So sieht er aus. Guck mal, dass wir scharf stellen. Ja, da. Da kannst du es lesen. Katrin Beck TV, auf der Rückseite steht die Putzshow. Ein Einkaufswagenöffner, der sich halt wieder rausnehmen lässt. Drehen nochmal um. Ach ja. So. Da steht. Und das Besondere ist, die gibt es nicht zu kaufen, die gibt es bei jeder Bestellung dazu. Jede Bestellung bekommt die. Und ja, auch meine Stammkunden werden die bekommen, wenn sie nicht sogar schon einen bekommen haben. Also, das sind unsere... Ach, wir sind einfach... Die hat der Dirk alle selber gemacht. Also wir haben genügend. Wir sind schon mal in Vorproduktion gegangen. Und bei jeder Bestellung, die ab sofort reinkommen, auch schon die ersten, die rausgegangen sind, ist er mit dabei. Die haben es aber noch nicht gesagt. Die ist übrigens auch, die Box ist auch im 3D-Drucker hergestellt. Ja. French Clip. Ja, also alles. Und da sind wir, Mächel. Wie findet ihr sie? Das würde mich mal interessieren. Sind aber selten geworden, man kann beim meisten aber nur oben einstecken. Naja, bei uns noch nicht, Silke. Ich habe es ausprobiert, Aldi, Metro, Kaufland, Rewe. Ja, es gibt die ersten, wo man wieder oben einstecken soll. Aber das Gute ist ja, der ist so leicht, den merkt man auch gar nicht, wenn man den am Schlüsselbund hängen hat. Schön. Was hat das mit Putzen zu tun? Gar nichts. Ist ein Geschenk von uns für euch. Und die gibt es bei jeder Bestellung dabei. Dann bin ich schon durch. Ja. Wichtig für mich ist, und Dirk blendet es einmal ein, obwohl du siehst ja hier bei YouTube, hoffe ich doch bitte, und du kannst mich supporten, wenn du diesen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, dann macht es mindestens einmal am Tag bei dir Ping, denn seit über 2 Wochen jage ich hier jeden Tag ein Video hoch. Wirklich, das längste sind 29 Sekunden, das kürzeste, glaube ich, 11 kurze Videos, denn ich habe eine Kundin, die mich angeschrieben hat und sagte, das ist jetzt so die Zeit, wie hat sie sich ausgedrückt, Katrin, das ist jetzt so die Zeit, wo ich immer so an Sachen vorbeigehe und denke, machst du später. Dafür bin ich da. Von mir bekommst du die nötigsten Tritten in dein Allerwertesten, um zu sagen, mach doch einfach. Manchmal muss man es machen, weil halt irgendwas kaputt gegangen ist und man denkt, ja gut, ja, gibt es im nächsten Video. Wenn du mir hier folgst auf Instagram, ich habe gepostet, unsere Spülmaschine hat ein bisschen rumgemuckt, mussten wir alles ausbauen. Naja, wer geht denn da hinten in den Schrank sonst rein? Jetzt war mal alles frei, habe ich natürlich sauber gemacht. Machst du sonst nicht. Muss ja alles ausbauen. Sowas natürlich, das machst du, das planst du nicht. Aber du hast garantiert, wenn du jetzt einmal durchs Haus gehst, irgendeine Ecke. Ich denke zum Beispiel da, wo der Kaffeeautomat steht. Die steht ja da. Wie oft rückt man tatsächlich den Kaffeeautomat weg und putzt mal dahinter? Das sind alles so Sachen, die findest du auf meinem YouTube-Kanal. Und natürlich auch bei Instagram und per WhatsApp in meinem Status. Allerdings siehst du nur dann den Status, wenn ich auch deine Nummer bei mir gespeichert habe. Wenn du mir also lieber bei WhatsApp folgen möchtest, dann schick mir bitte eine Nachricht. Hallo, ich bin der Johannes. Ich möchte gerne dir bei Status, im Status folgen. Speichere mich doch bitte mal ab. Und dann mache ich das. Und dann... Ja, ich hab schon einen. Ja, vielen lieben Dank. Ich finde es cool, dass die Einkaufswagenöffner, ist übrigens auch ein schönes Wort für Hangman. Freut euch auf eine schöne Aktion, die nächste Woche startet. Darüber reden wir dann in der nächsten Putzshow. Wir reden über schwierige Putzstellen im gesamten Jahr und eine hochmotivierte Katrin. Denn da kommt noch mehr, aber dazu später mehr. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder. Folgt mir, lasst einen Daumen oben da und bitte bleibt gesund und habt viel Spaß beim Putzen. Macht's gut, tschüss!